Viele Männer haben gar keinen Bock auf Hautpflege, wollen sich damit auch nicht auseinandersetzen und missachten sogar einige Regeln. Wir Männer haben noch totalen Nachholbedarf, wenn es um das Thema Hautpflege geht, und ich glaube, wir können uns bei den Frauen der Schöpfung da tatsächlich eine Scheibe abschneiden. Macht aber nichts, heute ist Online-Bruder Korte da. Ich will, dass ihr das Maximale aus eurer Haut herausholt, auch du. Kennst du deinen Hauttyp? Nein? Macht nichts. Damit bist du nicht allein. Viele Männer wissen einfach nicht, welcher Hauttyp sie sind. Und dabei ist das so unfassbar wichtig. Hast du eher trockene Haut oder eher ölige Haut? Oder vielleicht eine Kombination aus beidem, also eher eine Mischhaut? Egal, wie du es drehst oder wendest. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du weißt, welcher Hauttyp du bist, damit du auch entsprechende Pflege, also passend auf deinen Hauttyp entsprechende Pflege auswählen kannst und deine Haut optimal pflegen kannst. Ich weiß, wenn mal irgendwo wieder einer entsteht, dann ist die Verlockung natürlich groß, dass man ihn ausdrücken will. Die Rede ist von einem Pickel. Jeder weiß eigentlich, dass man Pickel nicht ausdrücken soll, aber wir Männer machen es trotzdem und im schlechtesten Fall auch mit unseren ungewaschenen Fingern. Leute, bitte macht das nicht. Bestenfalls drückst du deine Pickel erst gar nicht aus, aber wenn die Versuchung tatsächlich zu hoch ist und du wirklich ausdrücken möchtest, dann bitte auf jeden Fall zwei Taschentücher nehmen und deine Pickel dann mit deinen Taschentüchern ausdrücken. Nicht, dass du Gefahr läufst, dass du auch noch weiteren Dreck auf deiner Haut bekommst und dann vielleicht noch weitere Pickel bekommst. Apropos Pickel, im Idealfall bekommt man gar keine Pickel, aber das geht nur dann, wenn man wirklich seine Haut gründlich reinigt. Und falls du an dieser Stelle noch auf der Suche bist nach einem passenden Reinigungsgel für deine Haut, dann schau auf jeden Fall mal in der Infobox vorbei, denn unser neuer Daily Facial Cleanser ist ab jetzt erhältlich. Unser neuer Daily Facial Cleanser enthält unter anderem Vitamin C, Hyaluronsäure, Tigergras, Aloe und Extrakte wie grüner Tee und Kamillenblüten, wodurch deine Haut nicht nur optimal gereinigt wird, sondern gleichzeitig auch geschützt wird, ohne sie dabei auszutrocknen. Und unsere Basic Hautpflege wird abgerundet mit einem passenden Eigel und einer Retinolcreme für die anschließende Pflege nach der Reinigung. Also Leute, nicht mehr lange warten. Eure Basic Hautpflege findet ihr unten in der Infobox. Viele Männer sagen sich, ach, Sonne kann mir nichts abhaben und verwenden einfach keine Sonnencreme. For real? UV-Licht ist der Nummer 1 Grund für frühzeitige Hautalterung. Und wir wollen ja nicht frühzeitig Falten bekommen, oder? Aus dem Grund solltest du deine Haut auf jeden Fall vor Sonneneinstrahlung schützen. Und das im Idealfall nicht nur im Sommer, sondern auch grundsätzlich. Viertens, deine Bettwäsche. Du fragst jetzt wahrscheinlich, hey Korte, was hat denn meine Bettwäsche mit meiner Hautpflege zu tun? Viele Männer wechseln ihre Bettwäsche halt nicht regelmäßig. Und das kann tatsächlich zu Hautunreinheiten führen. Warum? Stell dir mal vor, der Staub landet auf deiner Bettwäsche. Du schwitzt vielleicht auch möglicherweise nachts. Dieser Dreck aus Staub und Schmutz und Schweiß, ja, sammelt sich natürlich auf deinem Kopfkissen. Und wenn du dann circa 8 Stunden jede Nacht auf deinem voll geschwitzten, dreckigen Kopfkissen schläfst, das ist ganz sicherlich nicht förderlich für eine gute Haut. Heißt, am Ende des Tages solltest du auf jeden Fall regelmäßig deine Bettwäsche als auch dein Kopfkissen wechseln. Ein weiterer Punkt ist die fehlende Konstanz. Es reicht einfach nicht aus, sich ein- oder zweimal die Woche das Gesicht zu waschen oder ein- oder zweimal die Woche Hautpflege zu benutzen. Liebe Männer, ihr müsst einfach eine kontinuierliche Hautpflegeroutine entwickeln und das auch wirklich konstant every day durchziehen. Ähnlich wie beim Abnehmen. Ganz anderes Beispiel, aber gleiches Prozedere. Wenn du zum Beispiel 50 Kilo zu viel auf den Rippen hast und 50 Kilo abnehmen möchtest, dann reicht das nicht aus, wenn du ein-, zweimal ins Gym gehst, sondern du musst regelmäßig ins Gym gehen. Du musst regelmäßig Cardio machen und du musst regelmäßig dich vernünftig ernähren. Sonst wird das nichts. Und ähnlich ist es natürlich auch bei der Hautpflege. Heißt, entwickle eine passende Hautpflegeroutine, die zu dir passt, und zieh die tatsächlich auch konstant durch. Sechstens. Die meisten Männer haben das Wort Peeling vielleicht schon mal gehört, wissen aber gar nicht, was das beinhaltet und was man mit einem Peeling macht. Grundsätzlich ist es so, dass bei einem Peeling abgestorbene Hautzellen abgetragen werden. Es wird nochmal unterschieden zwischen einem mechanischen Peeling und einem chemischen Peeling. Ich würde euch empfehlen, einfach alle 2 Wochen ein chemisches Peeling zu verwenden, um eure Hautzellen abzutragen. Auf jeden Fall solltest du wissen, dass für eine gesunde Zellerneuerung deine abgestorbenen Hautzellen abgetragen werden müssen und das auch an dieser Stelle natürlich wieder regelmäßig. Womit trocknen sich die meisten Männer ihr Gesicht ab? Richtig, mit einem Handtuch. Meistens auch mit dem Handtuch, mit dem sie sich ihre Hände abtrocknen. Und im schlechtesten Fall auch noch mit dem Handtuch, mit dem sich dein Mitbewohner oder deine Mitbewohnerin sich ihre Hände abtrocknet. Oder vielleicht auch noch ihr Motorrad poliert. Nein Leute, Spaß beiseite, ihr wisst, was ich meine. Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass ihr ein eigenes Handtuch verwendet. Nicht nur aus Hygienegründen, sondern natürlich auch dann, wenn man zum Beispiel unter Pickeln oder unreine Haut leidet, ist es enorm wichtig, dass man sein eigenes Handtuch verwendet. Falls dir aktuell jemand einfällt, der vielleicht ein oder sogar mehrere dieser
Regeln missachtet oder vielleicht grundsätzlich Probleme mit seiner Haut hat, dann teile lieben gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch da draußen mit meinen Videos einfach ein Stückchen weiterhelfen kann. Auf jeden Fall ist für eure Basic-Hautpflege gesorgt. Die habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Und auf diesem Wege wünsche ich euch maximal reine Haut. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.